sauber genommen. Jetzt Strafe angezeigt gegen Weißwasser, wahrscheinlich wegen Beinstellen. Und die Rosenheimer jetzt im Powerplay. Der Keeper ist runter. Ein sechster Feldspieler kommt. Neue Scheibe abgefälscht da vor dem Tor, ging knapp neben dem Pfosten. Und einer von der blauen Linie, der Arm vom Schiri nach wie vor oben verloren, wird mehrfach geprüft aus dem Zentrum heraus. 1-2, also ziemlich gefährlich, die Rosenheimer. Und jetzt mit dem Führungstor bei 6 gegen 5 von rechts nach links gespielt. Und dann ist die Scheibe drin. Erbarmungslos. Dieses Überzahlspiel ausgenutzt. Dominik Draxelberger hätte ich da auch noch dran gesehen. Am Puck von rechts nach links. So schnell kam Verluhn nicht auf die andere Seite. Es ist die 13. Minute. Und bei 6 gegen 5 für Rosenheim. Star Bulls, die an der blauen Linie versuchen, die Lücke zu finden. Klappt nicht ganz. Josef Frank dort in Scheibenbesitz. Nochmal rüber auf die rechte Seite und durch die Hosenträger erneut rein in das Tor. Das ist das 3:0 für Rosenheim. In Überzahl hat man hier getroffen und das ist natürlich aus Sicht von Weißwasser für ein Heimspiel aber mal ganz, ganz übel, was da im Moment unten auf dem Eis passiert. Zumal ja auch kommt nach. Jetzt sieht es ein bisschen aus wie Powerplay. Hinterm Tor, Tepper nach vorne, draufschießen, Tor, drin ist er, Lukas Sposiwill, jawohl. 24. Minute und Weißwasser immerhin mit dem ersten Treffer, dem rutscht der Steinhauer auch ein bisschen unglücklich durch. Egal, was soll's, das Spiel wird ein bisschen spannender. 1:3 nur noch nach einem Überzahltor von Lukas Sposiwill. Rosenheimer setzen nach, stören, Stinkern will ich es mal nennen, sind giftig, sind heiß. Und geben dann also da ordentlich auch immer mal wieder was drauf. Jetzt vielleicht die Chance. Kosiol hängt sich da rein in die Scheibe und Tor! Was für ein Anschlusstor! Kosiol hängt sich in einen Rosenheimer rein. Die Scheibe rutscht nach hinten. Da ist der Zwille und tatsächlich das 2:3. Wir schreiben die 43. Minute. Und Zwille, das ist dann manchmal auch eine Frage des Willens. Und an der Stelle hatte Weißwasser den Willen. Der Ostwald fährt jetzt direkt zurück, rein ins Drittel. Und sofort ist natürlich wieder hier Druck vor dem Kasten von Steinhauer, der viel gehalten hat, auch gut jetzt hier in der Schlussphase. Pass ins Tor und der Ausgleich. Tatsächlich der Ausgleich. In der 56. Minute von rechts die Scheibe nach links gespielt. Frank kommt von der Strafbank zurück. Wäre in 37 Sekunden wieder auf dem Eis gewesen und die Füchse nach einem 0:3 Rückstand tatsächlich noch mit dem 3:3. Ein Überzahltor in der 56. Minute. Franz Mietzburg auf der linken Seite. Wohin mit dem Ding? An der blauen Linie. Einmal eine Drehung um die eigene Achse. André Mücke, der Weißwasseraner, versucht da zu stören. Der Puck ist hinterm Tor. Soll er vorne in den Slot kommen vor das Tor von Verluhn. Jetzt greift erstmal keiner an. Aus dieser Position war kein gescheiter Schuss möglich. Stretch kommt aber nochmal. Also die Rosenheimer jetzt zum Ende der Overtime mit Vollmeier mit einigen Chancen. Achtung, Rückhand und Tor! Stretch mit der Rückhand über die Schulter von Verluhn. Das ist die Entscheidung in der 64. Minute. Rosenheim holt sich dann doch noch also einen Zusatzpunkt hier in Weißwasser. Nach 3:0 Führung den Ausgleich kassiert, aber in der Overtime mit einem spektakulären Tor, muss man sagen. Kurz vorm Keeper mit der Rückhand um die eigene Achse unter die Latte. Also das war ein Tor der Kategorie ganz besonders bemerkenswert. Bitter für die Füchse, aber ein bisschen nach dem